Was es noch gibt an den Tempeln, sind Glücksbringer, verschiedenste Glücksbringer. Also einmal gibt es Oma Modi, die wahrscheinlich am berühmtesten sind, obwohl die sind alle ziemlich bekannt so. Oma Modi sind Seidenbrokatbeutelchen, also Beutel, so kleine Beutel aus Seide. Und da drin soll wohl ein Papier mit einem Gebet enthalten sein. Habe ich jetzt noch nie reingeschaut. Also normalerweise schaut man da nicht rein. Glaube ich zumindest. Und da steht dann immer vorne drauf, für was das ist, also für welche Art von Glück. Also zum Beispiel Glück in der Arbeit oder Erfolg in der Schule. Was gibt es noch? Glück im Autoverkehr. Sowas ja, genau. Auch, also dass man keinen Unfall baut und sowas. Dann gibt es Emma, heißen die. Das sind Holztäfelchen, wo vorne ein Bild drauf gemalt ist und hinten einfach Platz ist, um einen Wunsch drauf zu schreiben. Das sieht man auch ganz oft an Tempeln. Hängen so ganz viele. Du machst die dann daran, wenn du deinen Wunsch aufgeschrieben hast, hängst du die dann in so einen Bereich. Und ich weiß nicht genau, wie das ist, ob du den dann wieder abhängst, wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Ich schätze mal ja, weil das meistens ist, dass du die Sachen, wenn sie in Erfüllung gegangen sind, irgendwie wegmachen musst so, oder verbrennen und nicht verbrennen, aber irgendwie weghauen musst oder zurückgeben in den Tempel. Ja. Obwohl dann die Frage ist, ob du jetzt dort so schnell wieder hinkommst. Und dann gibt es noch die Omikuchi, die sind wie Orakel auf Papierstreifen. Also da steht da, welches Glück du dieses Jahr, ich glaube, das zählt immer für ein Jahr, bekommst. Also da gibt es großes, mittleres und kleines Glück. Und da steht dann auch drauf, in welchem Bereich das dich wie erreichen wird. So. Also wo du besonders aufpassen musst oder wo du besonders Glück haben wirst. Genau, das ist auch ganz beliebt in Japan. Genau, die Oma Modi bringt man auch zurück in den Tempel. Also die Beutelchen, wo verschiedenes Glück draufsteht, die müsste man zurückbringen, wenn das, also ich weiß nicht, wie das jetzt bei Autoverkehrsglück ist. Das weiß ich nicht. Das wollte ich gerade fragen, weil ich habe einen Oma Modi in meinem Auto hängen und ich möchte ja schon weiterhin viel Glück beim Autofahren haben. Müssen wir mal nachschauen, ob das dann nur irgendwie für mehrere Jahre zählt oder so. Keine Ahnung. Nur für den Zeitraum des Besuchervisums. Ja, genau, dann gibt es noch Matsuri, das sind Feste von Schreinen durchgeführt. Und wenn man jetzt so denkt, ja, Schreine so voll mystisch oder so, also das ist eher wie so ein Jahrmarkt. Ja. Also es ist laut, leidenschaftlich. Oft werden da Mikoshi oder Omikoshi, das sind tragbare Schreine, werden da rumgetragen durch die Straßen und in denen ist halt ein Gott sozusagen drin. Ich weiß gar nicht, in Kyoto wird das ja, glaube ich, so gemacht, dass man da wirklich Figuren reinstellt. Ja. Aber ich glaube, in den wenigsten Fällen ist da wirklich was drin. Also das sind einfach so leere, tragbare Schreine. Und da habe ich auch schon mal mitgemacht bei einem. Dann werden da ganz oft Taikos gespielt, also so richtig, richtig laut, also Taiko-Trommeln, die lauten Trommeln. Über die wir auch in unserer Musikinstrumentenfolge geredet haben. und da gibt es immer bei diesen Festen gibt es Buden, also wo man vor allen Dingen Essen kaufen kann oder zum Beispiel auch Spiele spielen kann, also zum Beispiel so Goldfisch fangen und sowas. Das ist halt meistens mit so einem Fest verbunden und dann gibt es auch oft noch danach ein Feuerwerk abends. Also das ist so vor allen Dingen beliebt im Sommer. Dann, wenn es im Sommer ist, dann ist auf jeden Fall ein Feuerwerk dazu. Oder wenn sich der Ort das leisten kann oder der Schrein. Aber ja, das große Fest bei uns im Viertel, das ist immer im April. Da ist, glaube ich, kein Feuerwerk dazu. Aber genau, da geht es ganz besonders um das Omikoshi-Tragen. Ja. Als wir beim Gion Matsuri in Kyoto waren, was mich da eher beeindruckt hat, ist, dass die ja tatsächlich Häuser durch die Straße schieben. Also das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht mal gesehen hat. Die bauen Schreine auf Rädern
und schieben die Hauptstraße entlang. Und die sind 20 Meter hoch. Naja, vielleicht nicht 20. Naja, wobei, 10 Meter auf jeden Fall. Ja, und das aber glaube ich auch nur in Kyoto. Das Gion Matsuri. Ich glaube, der Rest ist wirklich, dass man die selbst trägt. Und bei den Ja. Gion Matsuri gab es auch dann diese Unterfeste oder von den verschiedenen Straßen, die dann auch nur die zum Tragen hatten, ne? Haben wir Ja. gesehen. Das war echt interessant. Also, das ist eigentlich, wenn man unbedingt so ein Fest sehen will in Japan, so ein richtig authentisches Fest, dann geht es um Gion Matsuri. Im Sommer ist es immer in Kyoto. Das ist super interessant. Nehmt euch nur unbedingt Fächer und ganz viel zu trinken mit, weil wir haben geschwitzt, das sage ich euch. Das war unfassbar warm an dem Tag. Ja. Das war wunderschön. Es war richtig, richtig cool. Und sehr, also für mich war es das erste Mal in Japan und dann direkt, wir haben euch erzählt, wir haben das Obon-Festival gefeiert oder Obon-Fest haben wir gefeiert und dann 2 Wochen später das Gion Matsuri gesehen. Das war wirklich einfach toll. Also das zu erleben einfach. Das ist richtig, richtig schön. Ja, das ist super interessant, ne? Ja, ansonsten ist in Japan auch Pilgern ein Thema. Das hattest du vorhin schon mal angesprochen. Vor allen Dingen auf Shikoku gibt es da einen ganz berühmten Weg. Ich glaube, an Ah. so 40 Tempeln oder so entlang geht der. So traditionell in Japan zieht man da so nur weiße Sachen an, die Pilger. In Japan zumindest gibt es da auch Filme drüber, Bücher. Das ist sehr, sehr interessant, sich da mal weiterzubilden. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt auch im Ausland gelandet ist, wie viel da übersetzt wurde. Aber ja, ist schon, hab da auch mal einen Film geschaut, wo eine junge Frau pilgert. Ja. Interessant. Ja, ein großes Thema oder wo Religion schon auch viel zum Vorschein kommt, ist natürlich auch in der Familie. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Familie an. Also es gibt auf jeden Fall Familien, wo das wahrscheinlich gar kein Thema ist, die ganzen Feste und Traditionen, die wir jetzt mal kurz ansprechen. Aber ich sag mal, für einen Großteil der japanischen Familien gilt es schon, dass diese Sachen, die wir hier ansprechen, schon auch Bedeutung haben. Ja, Oder? doch, würde ich sagen, auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es ein Ritual, das nennt sich Hatsumode. Und es ist der erste Schreinbesuch in Japan an Neujahr, also im neuen Jahr der erste Schreinbesuch. Allerdings machen es viele auch an Tempeln. Also das wird dann auch wieder vermischt, obwohl es, denke ich, eigentlich vom Shintoismus kommt. Man sollte das traditionell bis zum, ich glaube, 3. oder 4. Januar gemacht haben. Am allerbesten ist so früh wie möglich. Also am besten gleich nach 0 Uhr oder gleich am 1. Januar. Aber wenn nicht, ist auch okay. Also selbst wenn man jetzt Ende Januar noch zum Schrein geht, wenn es der erste Schreinbesuch ist, wäre das auch Hatsumode. Ja. Und traditionell ist das wohl der Schreinbesuch im neuen Jahr nach der Geburt von einem Kind. Aber ich kenne das so, dass es auch Erwachsene weiterhin ausführen. Man macht es ja eh traditionell, das haben wir euch in unserer Neujahrsfolge ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass das eine große Gewichtung hat, dass man im neuen Jahr zum Tempel geht. Wenn halt ein Kind geboren wurde, dann wird das halt nochmal so ein bisschen feierlicher begangen. Also das, was ich jetzt gefunden habe, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder also ich habe es das erste Mal jetzt gelesen, dass die Kinder ganz, ganz geschmückt auch zum Schrein gebracht werden und die Mädchen erhalten ein Hagoita und das ist anscheinend ein Amulett oder ein Glücksamulett in Form eines geschmückten Federballschlägers. Und Jungen bekommen ein Hamayumi. Und das ist ein Bogen zur Dämonenabwehr. Das sind wohl so die traditionellen Geschenke, die die Kinder da bekommen an ihrem ersten Tempelbesuch als Babys. Aber ja. Lustig. Interessant. Ich habe es tatsächlich noch nie gesehen. Vielleicht auch nicht so sehr drauf geachtet, aber ich war jetzt mit meinem Mann noch nie an den ersten 3 Tagen. Doch ich glaube, letztes Jahr haben wir es mal geschafft. Am 3. Januar oder so. Aber es war auch nur der Tempel und nicht kein Schrein. Aber wenn man wirklich am 1. Januar geht, dann sieht man auch viel mehr Menschen, die das machen.
Dann gibt es noch verschiedene Feste, zum Beispiel das Chichigo-san, das heißt 753. Und das ist einfach ein Fest Mitte November, was für 3-, 5- und 7-jährige Kinder gefeiert wird. Allerdings ist es so, dass ich glaube, Jungs nur zum 5. Geburtstag und Mädchen am 3. und 7. Geburtstag gefeiert werden. Also das ist dann nochmal, wird unterschieden. Genau, und die ziehen da dann auch so Kimonos und sowas an, so voll süß. Also das ist im November voll schön. Da sieht man immer mal wieder schön beschmückte Kinder. Ja, halt auch, die gehen dann auch öfters zu Tempeln und Schreinen. Und es gibt auch noch andere Feste, die zum Beispiel Obon, über was wir schon mal geredet haben, was, denke ich, buddhistisch ist. Haben wir bestimmt in unserer Folge gesagt. ja, also sowas ist halt auch, sind halt auch religiöse Feste. Genau. Dann, ja, haben wir schon angesprochen, Hochzeit. Die große Hochzeitszeremonie, die man sich so vorstellt und die du auch erlebt hast, die gibt es noch gar nicht so lange in Japan. Das fand ich sehr interessant. Der Grund ist, dass die Eheschließung gar nicht so ein Riesen Event war, einfach weil die Ehe an sich nicht so heilig gesehen wird wie in Europa vielleicht. Es gab auch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sehr, sehr oft noch mehr Ehen. Also, dass es nicht die eine Ehe gibt, dass man sich nur mit einer Person verheiratet und dann wirklich mit der Person zusammenbleibt oder das normalerweise so plant, sondern es gab in Japan auch Nebenehen, es gab Probeehen, solche Sachen gab es über sehr, sehr viele Jahrhunderte, nicht wie in Europa, wo die Hochzeit als, ja, als heiliger Akt gesehen wird und über Jahrhunderte für monogames Leben steht quasi. Das war in Japan ganz lang nicht so. Und was interessant ist, in Europa war die Einehe erst religiös begründet und wurde dann gesetzlich legitimiert. In Japan wurde die Einehe erst gesetzlich eingeführt und dann mussten die Religionen mit einem Ritus nachziehen. Und so kam die jetzige sehr schöne, bunte, pompöse, shintoistische Hochzeit ins Leben. Das fand ich ganz interessant, das zu lesen, dass das eigentlich noch keine 200 Jahre alt ist. Also interessant. Ja, ich meine, wir haben ja schon mal ganz kurz, ich weiß nicht in welcher Folge, haben wir schon mal ganz kurz über deine Hochzeit gesprochen. Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, wir müssten, wenn dann mal eine Folge über Hochzeiten machen, wenn das jemanden interessiert, dann kann ich noch mal so Eindrücke geben. Es war aber auch sehr unreal für mich alles, also wie in so einem Film. Super schön. Was eigentlich in dem Zuge dann auch wieder total krass ist, für uns ist so in Europa so die christliche Hochzeit so das Größere. Und die christliche Hochzeit ist eher so die Zeremonie, die junge japanische Paare machen, wenn sie keine religiöse Hochzeit machen wollen. Also das ist ganz interessant, so eine Hochzeit in Weiß, im weißen Brautkleid, machen eher areligiöse oder atheistische Paare in Japan, weil sie nicht shintoistisch oder wenn sie nicht shintoistisch feiern wollen. Es machen auch viele beides. Es ist auch ganz oft, dass man in westlich feiert und japanisch feiert sozusagen. Und noch standesamtlich. Feiert man das? Naja, standesamtlich feiert man, glaube ich, nicht. Okay. Dafür gibt es ja extra so Hochzeitskirchen, also die nur zum Verheiraten gemacht, gebaut wurden. Und da werden wohl auch oft einfach Ausländer als Pfarrer eingesetzt, dass einfach das irgendwie authentischer wirkt, obwohl die Leute gar nicht Pfarrer sind. Und dann einfach die Leute halt vermählen. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Also es wird sicherlich nach dem christlichen Vorbild gemacht so, aber es ist oft wohl nur Fake, sage ich mal. Ja. Ich kann mich erinnern, als wir haben euch in unserer Hokkaido Roadtrip-Folge von dem Canada World erzählt, was wir gefunden haben. Dieser eigentlich quasi verlassene Freizeitpark, der nach kanadischem Vorbild gebaut wird und dort einfach auf dem Hügel eine Holzkirche gebaut wird und ein Haufen Leute sich dort anscheinend verheiratet haben. Dort waren überall so kleine Fliesen mit Namen von Paaren, auch internationale Paare und diese Kirche die ist einfach leer, die wird nicht mehr so bewirtschaftet. Das fand ich auch total so
Man geht in Japan auf dem Land irgendwo in den Wald und findet eine christliche Kirche, wo Leute getraut werden. Das fand ich sehr interessant. Ja. Obwohl die Frage ist, ob es halt wirklich christlich ist oder nur so eine Ja, Fake, sage ich mal. Da muss man immer dran schauen, ob wirklich da steht, ob Gottesdienst ist oder sowas. Weil bei diesen Fake-Kirchen steht es nicht dran. Also es wirkt wie so ein Eventraum. Ja, also anders nicht. Und die sind auch meistens viel schöner und pompöser. Ja, also die, wo man denkt, oh, was für eine schöne romantische Kirche, das sind die zum Heiraten. Vor allen Dingen in Tokio sieht man davon viele. Ja. Ja, auch was du schon angesprochen hast, Totenrituale, Beerdigungen sind nach buddhistischem Vorbild. Was es in Japan auch gibt, und das hat ich gar nicht so auf dem Schirm, bis ich mich jetzt mit der Folge beschäftigt habe, was komisch ist, aber es gibt einen recht aktiven Ahnenkult in Japan. Also, dass man die Ahnen verehrt. Das fand ich sehr interessant. Und zwar werden die Ahnen an meistens zwei Orten verehrt. Einmal auf dem Friedhof. Zum Friedhof sage ich auch gleich noch was, was ich sehr interessant fand. Und im Hausaltar. Es gibt zwei Arten von Hausaltären, die man so haben kann, Hausschreine, die man in Japan haben kann. Der Großteil der Hausschreine in Japan sind Bützedan. Und das ist die buddhistische Variante des Hausschreins und da werden die Ahnen verehrt. Man sieht dann da so kleine schwarze Holztäfelchen, die heißen Ihai und dort steht der posthume Name des Verstorbenen in Gold. Warum posthumer Name? Die Menschen, wie du es vorhin schon gesagt hast, nachdem man stirbt, ist man ja eine andere Lebensform, beziehungsweise ist man im Jenseits und man kann einen anderen Namen bekommen nach der Beerdigung, der dann verehrt wird. Was dann auch noch oft ist bei dem Butsudan, dass man die Leibspeise des Verstorbenen dorthin stellt. Oder zu einem bestimmten Fest sind das dann Mochi. Und was auch oft hingestellt wird, ist einfach Obst, weil Obst luxuriös ist, also etwas teurer ist. Und halt Obst auch einfach so oft als Geschenk angesehen. Also man nimmt Obst oft als Geschenk mit. Oder Räucherstäbchen. Oder und wahrscheinlich auch oft, dass die Leibspeise da steht und trotzdem Räucherstäbchen angezündet werden. Genau, also so ein Hausaltar kann auch einfach in einem Schrank stehen. Natürlich ist es oft auch, dass es einfach offen ist, dass es richtig so eine große Ecke ist im Haus, was ja in Japan, wo man nicht so viel Platz hat zu Hause, das nimmt schon viel Platz weg, sage ich mal. Ja, laut Statistiken haben über die Hälfte aller Haushalte in Japan einen oder mehrere Hausschreine. Warum mehrere? Denn es gibt ja nicht nur Butsudan. Es gibt auch andere, also 60-80% der Hausschreine in Japan sind Butsudan. Dann gibt es aber auch noch Kamidana und das sind die shintoistischen Hausschreine. Und da werden die Götter verehrt eher, aber auch die Ahnen. Weil ja Ahnen zu Göttern werden können. Genau. Deswegen 8 Millionen und mehr. Genau. Ja, was ich ganz interessant fand, dass die Kamidana, wenn ein Todesfall in der Familie ist, oftmals mit weißen Tüchern behängt werden. Das habe ich jetzt gelesen, damit die Kami, also die Götter, nicht mit der Unreinheit des Todes konfrontiert werden oder dass sie davon geschützt werden. Ach so, und das wollte ich vorhin noch sagen, als wir über Beerdigungen gesprochen haben, weil du gesagt hast, dass der Tote verbrannt wird. Das macht man ja in Europa auch manchmal, aber nach den buddhistischen Bestattungsriten macht man das meistens innerhalb der ersten 1 bis 2 Tage nach dem Tod. Zum einen natürlich, weil das Wetter oftmals sehr heiß und humid ist und man, das klingt jetzt so blöd, aber man kann die Leute halt nicht so lange aufbewahren. Und auch, weil der Tod als Kegare, also die Unreinheit gesehen wird und deswegen die Verbrennung des Toten auch als eine Art Reinigungsritus gesehen wird. Und um die Kami, die Götter im Hausschrein, davor zu schützen, vor der Unreinheit des Toten, macht man ein weißes Tuch drüber. Und du wolltest noch was zu Friedhöfen sagen.
gutes Stichwort. Es gibt auch Gorinto-Grabsteine. Das sind so, es sieht aus wie ein Schneemann mit vielen, vielen Segmenten und einem Dach. Also es gibt 5 Segmente in diesem Gorinto und jedes Segment steht für eine bestimmte Art des Transzendenten. Das sind buddhistische Grabsteine und was ich sehr, sehr interessant finde, und das dachte ich nicht, dass das in Japan ist, aber ich habe mich darüber informiert, oftmals steht auf diesen Steinen, stehen die Symbole der jeweiligen Stufe in Sanskrit drauf, also in indischen Buchstaben. Denn diese Tradition kommt von Natur. Glaubensrichtungen und Naturreligionen aus Indien, vermutet man. Und deswegen wird auch in Japan auf diese Steine in Sanskrit geschrieben. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja, die sieht man auch öfters. Ja. Und Sind die. meistens sehr mit Moos bewachsen, deswegen sieht man nicht, was draufsteht. Stimmt, ja. Ansonsten ist, wenn man an einem Schrein ist, wenn das so ein offizieller Schrein ist, wo es was gibt, wo man Geld reinwerfen kann und wo Leute arbeiten und sowas, da steht immer dran, wer gerade die Unglücksjahre hat oder was die Unglücksjahre sind. Und zwar. Gibt es Unglücksjahre, das ist für Männer und Frauen unterschiedlich und da stehen die Jahrgänge dran, die zum Beispiel dieses Jahr Unglück haben oder nächstes Jahr und da muss man besonders aufpassen und ganz viel beten gehen, also ganz viel Schrein besuchen und wahrscheinlich auch Glücksbringer und sowas kaufen. Und man kann aber bei den Matsuri, also bei den Festen, den Schrein tragen und dadurch soll man wohl die Götter besänftigen können. Also das gibt es wohl, dass dann das Städte machen, dass nur die Leute aus diesem Jahrgang dann das tragen, weil die halt gerade die unglücklichsten sind, also am meisten Unglück erwarten. Dann gibt es halt noch einen Aberglauben, der sehr anders ist als in Europa. Also gibt es verschiedene Abergläube, Aberglauben, keine Ahnung, wie man es sagt. Ja, und das ist auch ganz interessant, aber das führt auch jetzt zu weit, wenn wir das alles sagen. Also zum Beispiel keine Nägel nachts schneiden oder sowas. Also das sind komplett andere Sachen als in Europa. Also zum Beispiel schwarze Katze und sowas, das gibt's nicht. Das sind komplett andere Sachen einfach. Ja, ich denke auch, dass es in Korea, weiß ich das auch, aber glauben ziemlich stark ist und ich könnte mir auch vorstellen, dass es wieder andere Sachen sind. Aber es gibt auch Dinge, die in China, Japan und Korea ähnlich sind vom Aberglauben. Das habe ich schon mal gehört. Wahrscheinlich vom Buddhismus, ne? Wenn ich Korea, Japan und China höre. Ja. Was halt was spannend ist, weil Aberglauben in Deutschland beruht eigentlich eher so auf heidnischen Bräuchen statt auf Religion. Ja. Sagen wir mal so. Das ist schon echt interessant, also so zu sehen, wie gleich es doch ist, dass bestimmte Sachen trotzdem mit dem Alltag aller Bewohner eines Landes so verwoben ist, aber dass es trotzdem, ich habe das Gefühl, in Japan, wie du schon sagst, die Leute machen das sehr, sehr viel ernsthafter, obwohl sie inhaltlich gar nicht so sehr in der Materie drinstecken. Das finde ich hochinteressant, wirklich. Ja, Also. es ist lustig. Genau, ansonsten haben wir ja schon vieles gesagt, über was wir auch reden könnten. Also besondere Feste, Beerdigung, Hochzeiten, Götter. Was euch interessiert, schreibt es bitte in die Kommentare. Man könnte auch zu Aberglauben mal eine kurze Folge machen. Das ist nämlich ziemlich lustig, auch so vieles. Und warum das auch so ist, also durch Götter. Also verschiedene Götter, dass man nicht den Zorn eines Gottes erweckt oder sowas. Wäre auch mal eine Idee. Schreibt uns einfach und wir freuen uns, wenn ihr bis jetzt hier durchgehalten habt. Uns hat das Thema wieder sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Ihr merkt, wir können noch viel, viel mehr dazu erzählen. Da gibt es noch so viel, wo man tiefer gehen kann. Und es ist einfach eine so große Kultur. Also es gibt so viel, was zur japanischen Kultur dazu zählt. Und vieles davon gehört zur Religion. Genau, zum Beispiel Pilgern oder sowas. Also ja, hast du ja auch vorhin schon mal gesagt, könnte man auch eine Folge drüber machen. Also ihr seht, uns werden die Themen so schnell nicht ausgehen. Ja. Wir freuen uns, mit euch ins neue Deutsche Kreuze Jahr zu starten. Und ja, mal sehen, wann wir mit was zurück sind. Also der Plan ist monatlich im Moment.
Ansonsten müsst ihr dann leider anfangen mit Japanisch lernen, um uns weiter sehen zu können, weil das wesentlich öfters rauskommt jetzt erstmal. Genau, ansonsten hoffen wir, dass ihr einen schönen Sommer hattet und wünschen euch eine gute Woche. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi und Dann, bye bye.